Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mafia 2. Jo, das letzte Mal haben wir hier im LKW gepackt und uns neu eingekleidet. Und ja, wir fahren dann jetzt mal los nach Riverside. Und ja, die, wo sich fragen, warum es gedauert hat ein bisschen. Ganz einfach, ich war krank gewesen die letzte Zeit, also sorry, dass es ein bisschen gedauert hat. Der fährt mir voll rein. Aber jetzt fahren wir erstmal nach Riverside. Mal gucken, was da so abgeht. Riverside Remix oder so, naja, ich will jetzt nicht wissen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was wir da machen müssen. Wir haben viele Kippen an Bord. Wie gesagt, ein Feeling wie Luxemburg. Steuerfrei, zollfrei, alles frei. Solange uns keiner in die Suppe spuckt, ist mir die Sache scheißegal. Wir gehen jetzt Kippen verticken. Jo, ob die Lucky Strike Click and Roll haben? Der geilste Tabak überhaupt, aber wahrscheinlich nicht. Nun ja, normale Lucky Strike tut's auch. Der beste Tabak ist halt Lucky Strike und ich habe mich verfahren, wie immer. Dann machen wir eine Kehrtwendung und zack. Ja, im LKW driften ist auch mal was. Für die, die nicht wissen, was Lucky Strike Click and Roll ist, gibt's bei uns leider noch nicht. Aber die ist geil. Die gibt's in Luxemburg, in Frankreich bis jetzt erst. Und jo, das sind Zigaretten, die rauchst du. Wenn du keinen Bock mehr drauf hast auf normalen Geschmack, da ist im Filter so ein Knöpfchen, drückst du drauf, drillerst ein bisschen, hast eine Mentholkippe. Die sind so geil. Kannst auch komplett Menthol rauchen oder gar nicht, scheißegal, eine Zigarette nochmal. Das nenne ich mal eine Erfindung. Und jo, jetzt fahren wir nach Riverside und gehen Kippen verkaufen. Was haben wir denn an Bord? Wie sie sie nennen, Blues, Reds und Whites. Ich fasse zusammen. Woolworths, Marlboro und Lucky Strike. Gut, kann auch Ducal Rot sein, Ducal Blau und Ducal Gold, aber scheißegal. Wir machen hier nur den guten Tabak, wobei Marlboro kein guter Tabak ist, aber scheißegal. Ach, jetzt philosophiere ich über Tabaksorten. Nun ja, scheißegal. Wir gehen es verkippen, verticken. Boah. Und ich, der LKW bremst nicht gut. So. Auf geht's. Gunshop. Ob es da was Gutes gibt? Dann schauen wir später mal nach. Ich habe gerade keine Zeit dafür. So, wir sind da. Dann biegen wir mal ab und halten an und gehen verticken. So. Da ist unser Parkplatz. Und jetzt? Jetzt kümmern wir uns um unsere Kundschaft. Die Jungs nehmen große Mengen. Komm mit. Auf geht's. Okay. Kletter rauf und gib mir die Ware. Geht klar. Guck, was die wollen. Hi. Eine Stange Reds. Gib mir eine Stange Reds, bitte. Ja, geht klar. Nehmen wir mal eine Stange Reds. Ja, genau die. Bitteschön. Was kostet das? So. Ich bin der Dealer. 2 Dollar für eine Stange Kippen. Mann, das wäre mal ein Preis bei uns. Jo, eine Stange Blues. Darf sein. Bitteschön. Okay. Her damit. So. Da hast du eine Stange Blues. So, mal gucken, was der nächste will. Oh! Jetzt würden wir die Zeit ein bisschen überspringen. Einige Stunden später. Ein bisschen was verhökert. Schön die Dealers. Mal gucken, was jetzt kommt. Die Bullen kommen. Hallo, lieber Polizeimann. Was soll der Scheiß? Sarge, wie geht's? Eine Stange Blues wie immer? Ja. Doch, Sergeant. Überlegt. Ich nehme heute mal Whites. Okay. Hast du gehört, Vito? Los, eine Stange Whites. Bitteschön. Okay. Her damit. Hätten wir das Geschäft hier mal schon mal getan. So. Danke, Joe. Und jetzt verzieht euch, okay? Okay, weiter geht's. Steig ein, Vito. Geht klar, Wachtelmeister. Bisschen LKW fahren. Wir machen richtig Knete. Na, richtig Knete, das hoffe ich doch wohl. Ja, das ist ja auch ein schönes Geschäft, ne? So, ich wollte eigentlich einsteigen. So, wo geht's weiter? Fahren wir mal. Ich nehme hier eine kleine Abkürzung. Boff. Wir schlagen, ich nehme noch eine Abkürzung. Ich fahre ja gerade Querfeld ein. Ich meine, wozu hat man einen LKW? Auch wenn es nur ein 7,5-Tonner ist. Boff. Sieht gut aus. Nun ja, ist nicht mein Problem. Der LKW gehört mir nicht. Wir fahren jetzt erstmal eine Runde. Kippen verkaufen. So. Der Kleine, dieser Marty. Arbeitet er auch für Eddie? Davon träumt er. Der Kleine ist kaum 18.
Er arbeitet für mich, fährt mich rum, macht Botendienste, solche Sachen. Er hält sich aber für einen Gangster. Der Junge sieht so viele Filme. Ja, der ist also der kleine Neger für zwischendurch. Ich darf das ja nicht mehr sagen, tut mir leid. Er ist der kleine, die kleine Aushilfe zwischendurch. So, da fahren wir mal weiter. So. Was ist los mit dir? Hat dir jemand in deinen Morgenkaffee geschissen? Nö, eigentlich nicht. Ja, daran musst du mich irgendwann mal erinnern. Oh, oh, das da hat gescheppert. Der arme Karren. Mir tut's nicht leid. Geht damit auf meine Kappe. Ich bin gut versichert. So, liebe Freunde. Wo müssen wir überhaupt hin? Keine Ahnung. Jedenfalls mit Vollgas über die Autobahn. Was ist das? Eine Brauerei oder was? Ne, eher ein Kohlegrau. Ich muss abbiegen. Auf der Autobahn bremsen und rückwärts fahren. Das, was man in der Fahrschule nicht lernt. Tja, hier kriegt ihr es beigebracht. Mafia 2 mit Luke. Viel Vergnügen. Hui. Gehen wir mal Gummi. Gummi. Da müssen wir hin. Gute Musik. Ich komme mir gerade vor wie auf der Country Party oder was. So, einmal links rum bitte. Ah, in Chinatown. Jawohl. Gehen wir die Chinesen mal ein bisschen mit Kippen versorgen oder so. Oh, nicht in die Bullen. Oh, das war knapp. Zum Glück haben sie die Bullen nicht mitbekommen. Ja gut, wir haben die auch gut mit Kippen versorgt. Wahrscheinlich haben wir die damit geschmiert. Nochmal in die Kurve. Oh, das war knapp. Ich hätte fast eine Mülltonne mitgenommen. Die arme Mülltonne, die hat auch Gefühle. Ich bin ja total aufgedreht. Was ich gesagt habe, läuft alles wie geschmiert. Okay, das entschädigt fast für gestern Nacht. Ja, das ist gut. Ja. Na komm, wie willst du das toppen? Du bist an der frischen Luft, in guter Gesellschaft und verdienst einen Riesenhaufen Knete. Ja. Gar nicht übel für einen Kerl, der gerade aus dem Kirchen kommt. Nicht schlecht, ja. Wenn es so weitergeht wie jetzt. Verfolgung von Raser aufgenommen. Ja, Verfolgung von Raser aufgenommen. Ist mir scheißegal, ich fahr einfach hier hin. Die verkaufe ich ein paar Kippen den Bullen. Da siehst du schon, haben wir es abgehängt. Nichts dabei. Ja, da wartet schon unsere Kundschaft. Geh mal auf den Bock springen und da kommen sie angerannt. Wie die Wilden, ey. Boah, haben die einen Dampf. Die haben richtig Bock auf Kippen, wie es aussieht. Na, da geben wir denen, was sie wollen. Hey, eine Stange Blues, bitte. Jo. Gib mir eine Stange Blues. Ups, falscher Karton. Verdammt, was hätte ich in den falschen Karton gegriffen? Wollte ich nicht. Da wollte ich hin. Siehst du, du machst das mit links. Ich weiß, ich bin auch der Beste. Der nächste Bewohner Stange. Retz. Hier. Hi. Ich nehme eine Schachtel Retz. War ja klar. Eine Stange Retz, Vito. Jo, bitteschön. Bingo. Hast eine Stange Roten? Und was kommt als nächstes? Will da keiner mehr was oder was? Hier bitte. Jo, cool. Und jetzt? Gefällt mir nicht. Oh, schöne Autos. Wollen die auch kippen? Ich glaub's nicht. Die sehen jetzt sonderlich amüsant aus. Aber ein schönes Auto. Was verkaufst du, Kumpel? Kippen. Willst du nur glotzen oder vielleicht auch was kaufen? Wer weiß? Wir verkaufen Kippen. 2 Mäuse für die Stange, 100 Mäuse für die Kiste. Ich mache dir einen Vorschlag. Schieb 10 Stangen rüber und wir lassen euch mit einem blauen Auge davonkommen. Gegenvorschlag. Du steigst wieder in dein kleines Wägelchen zu deinen kleinen Freunden und ich tue so, als hätte ich euch nie gesehen. Wie klingt das? Sag mal, hast du Matsch in der Birne, du Fettsack? Das ist unser Gebiet. Wenn ihr hier Geschäfte macht, kostet das. Also zahlt. Du hast Matsch in der Birne. Du weißt wohl nicht, mit wem du hier redest. Du kriegst noch eine Chance. Entweder du verziehst dich oder... Ich weiß, mit wem ich hier rede. Mit einem fetten Spaghettifresser, der in meinem Revier geklaute Kippen vom Lastwagen runterverkauft. Tja. Jetzt ist Ladenschluss. Kapiert, Arschloch? Okay, Jungs. Zeig denen, was brandheiße Ware ist. Nein! Der gute Tabak! Was sagst du jetzt? Was ich jetzt sage? Zack. Na los, steig ein, wir hauen ab. Oh oh, das gibt jetzt noch eine brandheiße Verfolgungsjagd oder was? Jawohl, geht klar. Schönes Auto, meins. Meins. Ja, ja, nichts dabei, der entwischt uns eh. Die Karre geht nicht schneller. Verdammt, der schöne Wagen. Red ihn doch nicht so runter. Oh. Den kriegen wir, glaube ich, nicht. Der ist ein bisschen schnell unterwegs. Tritt gut aufs Gas, der Bube. Gut, ich meine ich auch, aber die Karre bringt nicht mehr. Schade drum. Egal, wir müssen da
irgendwie an den rankommen. Auch wenn es nicht funktioniert. Scheiß drauf. Oh oh. Scheiße, das Ding hat eigentlich ein besseres Handling als meine Karre. Ich glaube, der ist weg. Jetzt? Tja. Scheiße, wir müssen Eddie Bescheid sagen. Ruf ihn von der nächsten Telefonzelle. Gut, klar. Da fahren wir mal von der Autobahn runter. Oh. Aber schöne Karre, die behalte ich. Stelle ich in die Garage. Da fliegt mir die Radkappe weg. Unfassbar. Die Karre behalte ich, die ist geil. Moa. So, Karre weg. Dann gehen wir mal den Eddie anrufen oder so. Rennen wir mal eine Runde. So, liebe Freunde. Da vorne steht die Polizei. Und da ist noch ein LKW. Wir bräuchten doch gerade einen neuen, fällt mir gerade ein. Erstmal Eddie anrufen. So, oh, ich will da rein. Der Furzelle benutzen. Komm. Eddie anrufen? Jawohl. Scarpa Eddie, was geht? Und jetzt? Ich bin's, Vito. Wir haben ein Problem. Wir haben gerade Zigaretten ausgeliefert, dass plötzlich ein paar Halbstarke aufgetaucht sind. Die haben den LKW angezündet. Was? Verarschst du mich? Nein. Ihr seid nicht mit ein paar Halbstarken fertig geworden? Was für eine Scheiße ist da abgelaufen? Hör mal, Eddie. Hey, wir können nichts dafür. Sie haben den Truck abgefackelt, bevor wir wussten, was los ist. Und alles ist verbrannt. Okay, wir haben einen von ihnen abgeknallt, aber... Ist mir doch scheißegal. Ich will meine Kohle. Ich habe zwei Riesen für die Karre bezahlt und will sie wieder haben. Ein Glück für euch beiden Nullen, dass ich Derek's Mann Steve mitgebracht habe. Wir haben gerade darüber gesprochen, was wir mit diesen Pennern machen sollen. Cool. Wir kümmern uns jetzt um sie. Steve trifft euch dann im Crazy Horse. Kennt ihr das? Klar. Okay, Crazy Horse. Ja, ich weiß, wo das ist. Steve bringt ein paar Jungs mit. Zeigt ihnen, dass man so nicht mit uns umgeht. Aber keine Schießerei. Das soll wie eine Schlägerei zwischen zwei Gangs aussehen. Ich will morgen in der Zeitung nichts von einem Blutbad lesen. Geht klar, Eddie. Keine Sorge. Wir machen das schon. Okay. Fahre zum verrückten Pferd. Was mit Steve vom Crazy Horse? Die gute Nachricht ist, er wird uns helfen. Die schlechte, dass Eddie die zwei Riesen zurückhaben will. Auf zum verrückten Pferd. Ich hol mal noch schnell mein Dienstauto. Mein neues. Gerade frisch erworben. Schöne Karre. Behalte ich. Und Phase aus. Wo ist er? Genau. Komm, Dicker. Ach, der beamt eh ins Auto rein. Ich kenne auch die Beam-Effekt von dem. So, da war... Oh, Bums. Wo ist Delta Radio? Doch, verdammt. Zum Glück haben die mein Nummernschild nicht. Ah! Die schießen! Das ist doch eine knallheiße Verfolgungsjacht. Ich geb Gas. Ja, jetzt hat das Auto reingebiet. Die kriegen uns nicht, die Penner. Wenn diese Arschlöcher nicht genug Geld haben, prügel ich ihnen Scheiße im Wert von 2000 Dollar aus dem Arsch. Ja, komm. Noch ein bisschen schneller, das geht. Und weg sind die Bullen. Juhu! Was für ein Schließmuskel. Du nimmst trotzdem weiter Jobs von Derek an, oder? Obwohl du für Eddie arbeitest. So, Drehung. Alle, was wir tun müssen. So, wir kommen. Wir regeln das unter Männern. Oh, sieht doch gut aus. Hey, Steve. Hey. Hey, Jungs. Marty, was machst du denn hier? Hey, Joe. Ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, ist das nicht... Da lernt der Junge mal was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an. Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Okay. Und wieso hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerle haben die Karre von meinem Cousin geschrottet. Haben ihn ausgeraubt und ihm drei Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche halt haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel... Halt, stopp, jetzt rede Auge ich. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ach, und wie? Ja, das kommt die brandheiße Ware aus dem Kofferraum. An die Arbeit. Es geht los, Jungs. Macht mit, oder steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Ne, die haben was geraucht von unseren Kippen, die wir gekauft haben. Muh. So. Das macht Spaß. Ja, klar, geht klar. Wir hauen das Ding um. Die Teller platt machen. Komm, wir schießen noch einen runter, wenn es gehen wird. Ich will den Pfeil runterholen, komm.
Ja, noch ein bisschen mehr Kleinholz. Das muss splittern, muss das. Das Crazy Horse will ich runterholen. Das I hole ich auch noch weg. Zack. Mach das hier auch noch platt. Komm, da geht mehr. Okay, das reicht. Zeit für ein kleines Geschenk. Vito, Marty, ich hab Molotow-Cocktails cool. Im Raum. Hol sie und schmeiß sie rein. Mit Vergnügen. Mach auf. Jetzt gib mir den Molotow her. Ja, schön bedient. Da ist noch einer. Ich hol mir den mit. Man kann nie einen Molotow genug haben. So, da zielen wir und wir werfen. Boff. Boff. Bumm, da fliegt die ganze Bude in die Luft. Schön. Okay, und jetzt auf zur Gießerei. Jo, und bevor wir zur Gießerei fahren, das machen wir am nächsten Part, machen wir jetzt hier erstmal Schluss und ich sag bis zum nächsten Mal bei Mafia 2. Ciao, Leute.